Ja, das hatten wir schon gefragt. Ist Wissen alles? Pa, Wissen hat mehr Bedeutung als alles andere nah. Und ich bitte nur meinen Funken, einen Funken der göttlichen Energie in euch. Ich werde dadurch nicht erneut zur Balbrut. Bas Essenz in mir ist längst vergangen, aber ich werde wieder leben. Wie sieht es aus? Okay. Nun gut, ich bin einverstanden. Somit kam ich den Tod betrogen. Ich danke euch, Schwester. Es gibt kein Geschenk in dieser Existenz, das mich mehr erfreuen könnte. Der soll nur ein bisschen nehmen, nicht alles. Ich lebe! Fleisch und Blut und Knochen! Ich lebe! Ich habe geschworen, ich würde mit Klauen und Zähnen darum kämpfen, in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Und ich habe es geschafft! Schön für dich. Sarivok lebt wieder. Was für eine widerwärtige Tat. Eine Tat, die allem zuwiderläuft, was natürlich ist. Ich weiß ja, dass ihr eure Gründe habt, Talisa, aber ich kann das, was ihr getan habt, nie als gut heißen. Mein Schwert und meine Rüstung sind allerdings nicht aufgetaucht. Egal, ohne die Essenz Bals könnte ich ihre Fähigkeiten ohnehin nicht nutzen. Ich werde ohne sie auskommen, wie ich es auch früher getan habe. Ich danke euch, Talisa, ich bin sehr zufrieden. Das ist seltsam, ich fühle mich nicht anders als vorher. Ich habe meinen Teil des Geschäfts erfüllt, Sarivok. Erzählt mir jetzt, was ihr wisst. Schön und gut, ihr spuckt schon aus, was ihr wisst. Oder wir beginnen mit Runde 3, wenn ihr versteht, was ich meine. Nehmen wir mal die 1. Ich habe doch gesagt, es wäre nur ein unbedeutender Teil, oder? Ich habe vermutet, dass es hier an diesem Ort klappen könnte, war mir aber nicht sicher. Es ist schön zu sehen, dass ich recht hatte. Ihr wart nicht sicher, dass es funktionieren würde? Ihr habt das doch also die ganze Zeit nur geblufft? Ich bin im Leben nicht so weit gekommen, wo die Risiken einzugehen, na. Es war kein Bluff, ich habe genug gewusst, um vermuten zu können, dass es funktionieren könnte. Vor allem, da wir das gleiche Erbe haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich nehme an, ihr dringt schon darauf zu hören, was ich zu sagen habe. Zuerst will ich euch verraten, wie ihr dieses Einsprengsel verlassen könnt, das ihr selbst erschaffen habt. Ihr stellt eine Erweiterung eures Willens dar, Talisa. Es existiert, weil ihr es benötigt. Diese Ebene erzeugt das Portal nach draußen, doch es wird euch nicht dorthin führen, wo ihr hin wollt. Stattdessen führt es euch dorthin, wo ihr sein müsst. Oder was auch möglich wäre, wo ihr glaubt sein zu müssen. Doch die Fähigkeit, diese Ebene, ein solches Portal erzeugen zu lassen, kann ich euch nicht geben. In dieser eurer Ebene gibt es viele gesperrte Durchgänge, von denen ich kaum etwas weiß. Einen davon kann ich jedoch öffnen, dahinter liegt das, wonach ihr sucht. Passt auf. Jo. Plötzlich wisst ihr mit einer sonderbaren Gewissheit, dass der dahinterliegende Raum eine Herausforderung birgt. Ihr spürt instinktiv, dass ihr euch einen bestimmten Aspekt eures Selbst... Was wollt ihr? Ja. Betretet den Raum und stellt euch eure Herausforderung, Lisa. Es wird schwierig werden, vielleicht wollt ihr es ja nicht allein versuchen. Es gibt hier einen Geist, der euch die Begleiter aufbeschwören kann, die ihr für eure Gruppe braucht, wenn es nötig sein sollte. Wie dem auch sei, wenn ihr die Herausforderung bestanden habt, werdet ihr in der Lage sein, diese Ebene zu verlassen. Aber denkt daran, ihr könnt nicht gehen, wohin ihr wollt, nur dorthin, wo ihr sein müsst. Und ich, wie bereits erwähnt, weiß, wo das ist. In meiner Jugend habe ich viel Zeit damit verbracht, die alten Legenden der Priesterschaft des toten Baals zu studieren. Eine der alten Prophezeiungen habe ich aus den Mitgliedern einer nicht besonders kooperativen Sekte von Zurich herausgeholt. Es hat sich um eine Prophezeiung über die Zeit gehandelt. Jetzt. Die Schwertküste wird vor Blut triefen. Das stimmt. Aber die Kämpfe werden ihren Höhepunkt in einer Stadt im Süden finden. In Sagadusch, in Tethir. Dorthin müsst ihr gehen. Dort werden sich die ersten Schritte der Prophezeiung entfalten. Was wird dann geschehen? Wie kann ich wissen, ob ich eurem Wort trauen kann? Dann werde ich jetzt die Herausforderung auf mich nehmen. Seid ihr doch nicht noch immer ein Kind Bals? Nein, ihr seid Bals aus mir geströmt, als ich starb. Das, was ihr mir gegeben habt, sorgt nur dafür, dass ich mir meine Sterblichkeit bewahren kann. Manche würden mich wohl auch immer als Kind Bals bezeichnen, aber das trifft nur noch auf meine Erinnerung und auf meine Geschichte zu. Was wird geschehen, wenn wir nach Sarradusch kommen? Wie kann ich wissen, dass ich euren Worten Glauben schenken kann? Da werde ich jetzt gehen und mich der Herausforderung stellen. Nehmen wir mal die 2. Natürlich könnt ihr mir nicht vertrauen. Warum solltet ihr auch? Nehmt mich doch einfach mit, Talisa.
euch mit uns nehmen, damit ihr uns betrügt und uns ein Dolch in den Rücken stoßen könnt? Warum sollten wir jederzeit bereit sein, euch mitzunehmen, Sarivok? Eins war ich mir sicher, dass die alten Prophezeiungen um mich kreisen. Auch wenn das nicht mehr der Fall ist, so weiß ich immer noch mehr über diese Dinge als irgendjemand sonst. Ich kann euch helfen, Talisa, bei der Herausforderung, diesem Raum und anderen Dingen. Natürlich ist das kein selbstloses Angebot. Ihr zählt eine Spur der Macht hinter euch hier, Talisa. Ich bin sicherlich nicht der Erste, der euch das verrät. Im Moment bietet sich mir keine bessere Gelegenheit, es euch zu begleiten. Außerdem habt ihr mich schon vor langer Zeit besiegt. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Lasst es euch durch den Kopf gehen, Talisa. Ich, euer Bruder und ihr, meine Schwester, Seite an Seite. Ja, vergesst es. Ihr seid nicht mein Bruder. Ich möchte euch nicht in meinem Rücken haben. Und von welchem Nutzen könnt ihr für mich sein? Ich bin fast versucht, euch zu gestatten, euch mir anzuschließen. Allerdings müsst ihr alle meine Befehle genau beantworten. Ich habe im Moment keinen Platz für euch in meiner Gruppe, selbst wenn ich euch mitnehmen wollte. Fragen wir mal die zwei. Abgesehen von meinem Wissen bin ich ein ziemlich fähiger Krieger. Ihr habt gegen mich gekämpft, Talisa, und ihr wisst das nur zu gut. Während ich in der Hölle war, bin ich nur noch stärker geworden. Wenn ich jemanden wie euch diene, könnte ich noch stärker und besser werden. Was ist die drei? Dann lasst doch einen eurer Schergen in eure Ebene zurück, der darauf warten kann, dass ihr ihn wieder abholt. Oder lasst meinetwegen mich in dieser Ebene zurück, bis ich benötigt werde. Ich möchte herausfinden, was geschehen wird und werde daher warten. Ja, nein, ihr stimmt mir zu leichtfertig zu. Ich werde euch nie vertrauen können, vergesst es. Woher soll ich wissen, dass ihr mir nicht bei der ersten sich bietenden Gelegenheit verraten werdet? Nein, macht euch gar keine Mühe hier zu warten. Ich werde euch nicht gestatten, dass ihr euch mir anschließt. Nehmen wir mal die zwei. Ich werde den Schwur leisten, eure Befehle in Folge zu leisten, meine Schwester, wenn euch das zufriedenstellt. Hier an diesem Ort hätte ihr solch einen Schwur die gleiche Macht wie ein Geas. Ich könnte euch nicht verraten. Ja, okay, einverstanden. Ihr schwört, dass ihr mich nicht verraten werdet, dürft ihr euch anschließen. Nun gut, ich, Sarivok, schwöre auf die Asche meiner tragisch verstorbenen Mutter und auf den Namen des toten Gottes, der mein Vater ist. Ich schwöre im Namen der Rache und ich schwöre auf die bittere, gallige Flüssigkeit, die mein Blut ist. Ich schwöre, dass ich Talisa nicht verraten werde, solange ich lebe. Gut, dann gehen wir. Das reicht mir. Ich komme vielleicht später und hole euch ab. Wartet hier. Ich glaube euch kein einziges Wort. Gut, jetzt ist es doch einfach, euch zum dritten Mal zu töten. Ja, das reicht mir. Ich komme später. Wie ihr wünscht, ich warte also auf eure Rückkehr, Kalisa. Und vergesst nicht, die Herausforderung könnte schwierig werden. Beschwört eure Begleiter darauf, auf dass sie euch zur Seite stehen. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das ist, was ihr das wollt. Gute wurde aufrechterhalten. Ach, er läuft jetzt auch einfach so rum? Okay. Aufgaben, das Schicksal wartet. Sarivok meint, dass mich mein nächster Weg nach Saradush, einer Stadt in Tethir, führen wird. Ich habe offen gar keine Wahl. Oh. Abbrechen. Der Ausgang aus dem Einsprengsel ist kein einfaches Portal, das mich dorthin bringt, wo ich hin will, sondern es bringt mich an den Ort, den mein Schicksal für mich vorgesehen hat. Okay, das heißt, wenn ich da rausgehe. So. Dieses Schwert kann nur von Gut benutzt werden, kann nur von Paladin verwendet werden. Das ist schon mal blöd. Der Ausgleicher ist ein Langschwert. Ja, Keldon, du verlagerst jetzt erstmal alles zu Minsk. Was wir da so haben? Ja, das kann nur von Keldon verwendet werden und das kann nur von Paladin verwendet werden. Und soweit ich weiß, ich könnte es mir nicht vorstellen, dass Sarivok ein Paladin ist. Euer Wunsch ist mein Begehr. Benötigt ihr erneut meinen starken Schwertarm? Ja. Er ist bereit, auf euer Geheiß zu töten. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Gespür, Freund. Wenn ihr der Ansicht seid, dass sich unsere Wege vorübergehend trennen sollten, werde ich die Gruppe verlassen. Ja, wartet einfach ein wenig hier. Gut, ich werde tun, wie mir geheißen. Passt auf euch auf, Freunde, und lasst euch nicht zu lange Zeit. Also ja, ich kann mal einen Blick auf Sarivok werfen. Er ist chaotisch böse, was schon mal gar nicht in die Truppe passt. Er ist ein Kämpfer der Stufe
18, er ist also ziemlich hochstufig. Zweihänder ist seine Hauptwaffe, alles andere ist ziemlich schlecht. Rüstungsmäßig trägt er einen Feldharnisch plus 1 und einen Helm. Und Zweihänder plus 3 im Augenblick. Er hat aber jede Menge Trefferpunkte, sogar mehr als ich. Das Gemeine ist, ich kann den Rest nicht anpassen. Mit dem bin ich halt dann so bestraft, wie sie gerade sind. Kann ich gerade mal laden? Okay, mein Quicksave ist hier. Keine große Herausforderung. Ja, okay, also. Wie sieht es aus? Okay. Einverstanden. Kriegst meine Seele. Ich lebe! Fleisch und Blut und Knochen! Ich lebe! Ich habe geschworen, ich würde mit Klauen und Zähnen. So, da können wir uns mal kurz durchklicken. In die Welt der Lebenden zurückzukehren. Und ich habe es geschafft. Sarevok steht in meiner Judi-Schwede. Dorthin müsst ihr gehen. Dort werden sich die ersten Schritte der Prophezeiung entfalten. Ja. Lassen Jetzt wir Sarevok. Weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Lassen wir Sarevok mal hier und gehen hier hoch. Bereitet euch auf den Tod vor. Gavit, ihr seid ja davon, ihr seid im Backe, nicht wahr? Oh, aber macht euch wegen mir keine Sorgen. Ich bin tot, ich bin ein Niemand, ich wuchs in einem kleinen Bauerndorf auf. Ich wusste ja nicht mal, was ich überhaupt war, als sie kamen, um mich zu holen. Aber ich wusste, dass ich anders war. Könnt ihr nachts die Schreie hören? Ihr spürt das Blut der Ermordeten, wie es um euch herum fließt. Tausend verschiedene Schmerzen und nur ein einziges Echo. Aber es ist nicht schrecklich, es ist einladend. Es ruft euch, doch wenn ihr euch anschließt, wenn ihr euch mit ganzem Herzen hingebt, dann wird alles kristallklar. Ein Mord, zwei, 1000, es wird alles zu einem Teil von euch. Ich tötete drei Mädels aus der Nachbarschaft, bis ich vertrieben wurde. Danach ging ich in die Stadt, dort war das Töten viel leichter und ich spürte den Ruf jede Nacht. Man kann das Leben kosten, wisst ihr, es ist göttlich. Aber ihr widersetzt euch nicht wahr? Warum macht ihr das? Ich fühle, dass ihr schon viele getötet habt und dennoch widersetzt ihr euch all dem Guten, das nur wir, die Baalbrut, wirklich zu würdigen wissen. Das Einzige, was ihr alles in allem fürchten müsst, ist die Rache. Ja, was immer ihr wünscht. Okay, Gavit stirbt. Kobold-Kommando. Ein Doppelgänger. Ich tue das. Ja. Ihr habt es so gewollt. Eure Zeit ist gekommen, Primaten! Ja, hier sterben sie gerade alle wie die Fliegen. Okay. Oger Markus. Okay, verstanden. Das ist ein Sarugin auch noch. Stirb, Kreatur. Nullhauptmänner.